Was geht ab, Leute? Heute ist mein Kasper und ich bin wieder Brick Rigs mit neuen Fahrzeugen. Es wird heute wieder mega lustig, Leute. Wir haben echt extrem krasse Fahrzeuge am Start. Also wenn ihr davon gerne noch mehr sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne einmal ein Like und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, mein neuer Merch ist online. Das bedeutet, wenn ihr gerne den neuen Merch haben wollt und noch eine Autogrammkarte dazu. Autogrammkarten sind ja immer sehr, sehr gefragt. Dann checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus, da steht Merch plus Autogrammkarten. Da kommt ihr auf jeden Fall zu meinem Merch-Shop und kriegt auf jeden Fall so ein Merch oder auch noch andere Designs, die noch dazugekommen sind und natürlich noch eine Autogrammkarte und viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, was geht? Konoti hier, Cutter von Brock's Place und ich wollte euch heute mal ganz kurz mein kleines Setup vorstellen mit neuen Razer-Sachen, die wir haben und euch mal zeigen, wofür ich den ganzen Kram her benutze. Also auf der linken haben wir erstmal eine Razer Tartaros. Die ist super nice, da ich ja sehr faul geworden bin beim Editieren und keinen Bock mehr habe, mit der Maus hier die ganze Zeit die Effekte hier auf die Timeline zu ziehen, damit der sich bewegt, habe ich sie jetzt einfach hier drauf getan, drücke einen Knopf. Und dann haben wir den super hübschen Broxo. Dann haben wir hier noch die Razer Naga Pro mit der dazugehörigen Aufladestation. Alles natürlich wireless. Neben den 12 Tasten hier gibt es auch Module mit 2 und mit 6 Tasten. Und man kann die wirklich variabel programmieren, sodass ich die Maus wirklich gar nicht mehr schieben muss, sondern nur noch Knöpfe drücke und die Videos sich dann quasi von selbst editieren. So, ein großes Mittelpunkt des Setups ist natürlich die Tastatur. Bei mir in dem Fall ist es die Razer Huntsman V2. Super geile Tastatur. Hört sich bombastisch geil an, wenn man auf der tippt. Die dazugehörige Armlehne ist super soft, wirklich. Also da tut mir nach ewigem Editieren die Hand null weh. Man kann die natürlich auch abnehmen, wenn man will und verliert trotzdem die RGB-Beleuchtung nicht. Ganz wichtig, ganz wichtig. Was ich bei Razer auch noch sehr nice finde, ist halt Razer Synapse, die Software, die mit dazu kommt bei den ganzen Sachen. Nicht nur ändert sich dort die Farbe, sondern auch die ganzen Profile. Heißt also, ich drücke hier einmal drauf, hier ändert sich dann das Profil in grün. Ich kann andere Videos editieren, direkt schon mit den perfekten Makros hier. Das heißt, ich muss gar nichts mehr umstellen, ist schon alles in den Einstellungen gemacht. Bei der Maus natürlich auch und ich kann so wirklich im Nu die Videos editieren und es macht super Spaß. Da ich neben YouTube ja auch noch Musik mache, hat Razer die Oppos zukommen lassen. Diese Kopfhörer sind einfach geisteskrank. Ich kann abends den Bass spüren. Die haben eingebaute Subwoofer. Euer Kopf wackelt dabei einfach. Die Nachbarn hören nichts und ihr könnt wirklich durchballern bis zum geht nicht mehr. Absolut geile Kopfhörer. Yo! Oh mein Gott, Kasper, was geht ab? Hey, was geht ab? Endlich wieder Brick Rigs! Auf jeden! Und neue Fahrzeuge am Start! Oh, ziemlich neue Fahrzeuge. Okay, komm, zeig mal direkt dein erstes neuestes Fahrzeug. Okay, gut, dann werde ich natürlich mein erstes neues Fahrzeug auspacken. Und zwar habe ich mich ein bisschen mal in der Tuning-Werkstatt aufgehalten. Und zwar habe ich mir ein richtig, richtig geiles Fahrzeug ausgesucht. Und ich denke mal, den wirst du wahrscheinlich nicht mögen. Mal gucken. Und boah. Okay, was ist denn so, das? So, Ja, pass bloß auf. Ja, ich fress dich! Ich fress dich! Ich fress dich! Ich sag's dir jetzt! Ich fress dich! Wow! Oh mein Gott, was ist das für ein Terrorhase, sag mal! Oh mein Gott! Lass mich in Ruhe! Ich verliere mein Auge, ich verliere alles! Hallo! Ich bin bei dir mit oben drauf! Ja, hier, das ist auf jeden Fall mein neues Fahrzeug, also mein cooler neuer Hase. Kannst du den Mund auch auf und zu machen? Ey! Nein! Was machst du denn? Mein Hase! Nein. Mein Hase, nein! Zeig mal, der hat Karies oder so. Der hat kein Karies. Okay. Na gut, dann zeig du doch mal ein Fahrzeug, wenn du denkst, ich habe kein Karies gehabt. Ich sag mal so, ich habe vielleicht jetzt keinen Hasen am Start, aber ich habe was anderes ziemlich cooles. Ich habe auch Fell und es lebt auch. Nämlich ein Hamster. Jo, sieht eher aus wie so eine Hotdog-Wurst. Warte. Hier bin ich. Guck mal. Ja, unglaublich. Und ich glaube, den kann ich auch. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Mann. Okay. Aber pass auf. Ich habe gehört, hier gibt es eine neue Tuning-Werkstatt in der Stadt. Das ja? Kannst du vielleicht mal vorbeischauen? Ja. Ja, pass auf. Dann kann ich vielleicht mal mein neues Auto rumtunen. Ach, weil es braucht ein bisschen mehr Tuning. Es ist jetzt nicht so ein heftiges Ding. Okay, dann lass uns da mal hin. Ich weiß aber nicht, ob die aufhaben gerade. Also müssen wir mal gucken. Ja, wir gucken mal. Ich gucke mal, ob ich hier erstmal mein Fahrzeug noch haben kann. Ja, doch. Das sollte klar gehen. Vielleicht kann ich das nochmal zu so einem 3-, 4-, 5-fachen Bus machen. Sag mal, was hast du? Das ist mein neuer Bus. Was hast du? Ich bin Busfahrer. Ja, ich hab so ein kleines Trötauto. Ja, ist doch in Ordnung. So ein Popel. So ein Popel. Gut, dann zeig mal, wo die Tuning-Werkstatt ist. Und dann ich glaube, hier links oder rechts. Hier ist sie. Oh Gott, mein Auto. Oh mein Gott, ey. Okay, warte. Gut, dass ich einen Bus habe. Ich habe gut PS. Ich kann dich... Dreh mich mal bitte.
So, ja, okay. Danke. Und jetzt braucht Cabrio. Cabrio. Ja, toll. Jetzt hat aber mein Bus vorne einen Scheinwerfer weniger. Das heißt, ich muss da theoretisch reinfahren, aber ich passe da gar nicht rein. Okay, pass auf. Das hier ist das Ding. Ich weiß allerdings nicht genau, was wir hier machen können. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Ich guck mal, ob der Besitzer hier irgendwo hier hinten ist oder so beim Hintereingang. Glaubst du es gerade zu oder was? Ja, warte, ich bin gerade schon drin. Ich mach mal auf hier von drin, ja? Okay, dann mach mal auf. Geht das? Ja. Hä? Okay, oh. Was mache ich hier? Du hast gerade eine Werkstatt aufgemacht. Okay. Ja gut, dann passt es doch, Also. Aber wir müssen ja noch ein bisschen auf die Türen aufmachen. Du kommst ja mit dem Auto hier nicht rein. Oh, man kann jetzt sogar hier oben. Die Türen gehen auf. Okay. Ja? Ja, Türen sind auf vorne, oder? Ja, guck hier. Also ich mach die Türen jetzt, oder? Nee. Oh doch, okay, die hast du aufgemacht, glaube ich, ne? Ja, hier siehst du nicht, ist auch. Ah, hier. Doch, okay, ja, gut. Okay. Okay, also fahr rein hier mit dem Bus und du musst ein bisschen auch. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich glaube, ich muss ein bisschen. mit Geschwindigkeit. Mit ich glaube, das passt nicht mehr lieber. Boah, nee, das. Du machst die ganze Werkstatt kaputt. Nein, so. Ich pass rein jetzt. Hallo, alles entspannen. Alles entspannen. So, ich muss meinen Bus reparieren. Hallo. Hallo. Du musst mal ein bisschen aufs Gas gehen. Ich mach doch schon. Guck mal, ich bin doch schon mit Weedy am Start. Junge, das Ding ist doch durchdrehen. Warte, Alter, den Schaden übernimmst du, ne? Oh, ey, das sieht gar nicht gut aus jetzt, ne? Nee, wir müssen am besten, wir zerstören komplett die Werkstatt. Ich habe noch einen Kollegen bei den Navy Seals. Ich ruf den mal kurz an, ja? Okay, mach das mal. So, Brock, hast du schon angerufen? Bist du bereit? Ja, Ich habe einen Kollegen bei den Navy Seals angerufen und er hat gesagt, er könnte was organisieren und könnte eine Bombe da irgendwie drüber spawnen lassen. Okay, ja, okay. Die wollen irgendwie so einen kleinen Luftangriff machen oder sowas. Aber wir müssen mal gucken, ob das klappt. Oh, siehst du die Bombe in der Luft? Wow! Holy moly! Ja! Hey, was du noch so für neue Fahrzeuge hast? Das war ja schon eine wilde Action, muss ich sagen. Ja, hast du noch ein paar neue Ding ist, mein Bus kann man leider nicht reparieren, aber weißt du, was man reparieren kann? Was denn? Ausgestorbene Tiere! Digga, der hat eben Salto gemacht! Wie was Salto? Ist das denn? Das ist so ein Velociraptor oder so, ne? Oder wie ich sagte, es ist. Oh. Hey! Hüftbruch! Oh mein Gott! Okay, warte, ich helfe! Das Ding kann aber auch seitlich fahren, keine Sorge. Du hast vielleicht so ein Dino. Ich hab dafür sowas! Alter, was passiert hier? Ich hab hier so ein riesen Ding, ne? Warte mal, pass auf. Was passiert hier? Oh mein Gott! So! Wo bist du, Proxo? Wo bist du? Hey! Hey, du hast mich geschossen! Du hast ja wohl ein Headshot. Das Ding ist, nicht nur du hast es! Oh mein Gott, riesige Monster greifen die Stadt an! Ey, nein, ich bin aber drauf. Oh mein Gott, es passiert hier nichts Gutes. Alter. Okay. Da hatten wir beide die gleiche Idee, aber ich habe noch was anderes ziemlich cooles Neues. Willst du es mal sehen oder was? Ja, wo bist du denn, hä? Oh, pass auf, ich bin hier vorne. Ich habe hier, guck mal. Was ist denn das? Siehst du, was ich habe? Was ist das? Noch denkst du vielleicht, was könnte es sein? Ein Kanu. Ey, das hat mich gekillt! Doch denkst du mal, was könnte es sein? Kanonenrohr oder so. Aber pass auf, weißt du, was es kann? Wow! Alter! Es hat mich fast umgebracht. Es ist fast auf mich draufgefallen. So, jetzt. Geh mal davor. Hier, das kann es nämlich. Es nimmt eigentlich eine alte, riesige Kanone! Hä? Es hat mich selbst gekillt. Ja. Hier, warte mal, jetzt. Bam! Egal, wo ich damit draufschieße, was? Da könnte. Oh, Boss! Es ist auseinandergefallen. Was ist denn das bei mir einfach nur so blöd rum? Oder so. Was ist denn das? Oh mein Gott! Ist das die Enterprise? Was machst du? Was machst du? Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Wie fliegst du damit? Hilfe! Okay, wo fliegst du hin? Ich kann es nicht kontrollieren. Warte mal, wir sind schon ganz weit weg von der Karte. Du musst mal zurückkommen. Ich kann dich gar nicht mehr sehen, mein Lieber. So, pass auf. Ich muss erst mal wissen, wie man das Ding kontrolliert. Also, das sieht auch abgespaced aus. Excelsior steht da vorne drauf. Oh. Nee, so nicht. Das ist Schießen wahrscheinlich. Oh. Mach einen ruhigen. Okay, du hast sowas abgespacedes. Dann hole ich mal die Crew. Oh Gott. Hier, die lachen nicht alle aus. Die lachen nicht alle aus. Wow! Alles klar, dann zeig ich doch mal, was ich noch so habe. Dann zeig du mal, was du noch so hast. Pass auf, ich bin mal gespannt. Ich hab hier was, da brauche ich ein bisschen deine Hilfe. Hier, siehst du das? Der Truck hier hinten, den müssen wir hier abladen. Das heißt, du musst mir sozusagen helfen, den abzuladen, ja? Okay. Also, siehst du, der ist so ein bisschen gepanzert. Wir müssen erstmal hinten, warte, wir müssen den erstmal runter machen. Hey, hör auf! Was? Aua! Hey! Okay, hast du noch irgendwas Cooles im Petto? Ich habe auf jeden Fall so was Cooles im Petto. Und zwar das,
Okay. Das Supermobil. Da stelle ich mir jetzt was ziemlich Krasses unter vor. Ich hoffe, du bist bereit. Dann zeig mal. Was ist dein Lieblingshaustier? Ich würde fast sagen Hunde. Was ist der? Eine Katze? Nein. Ich meine, ich war Katzen auch, aber die ist ja voll böse. Au! Ey, was ist das für eine Katze? Katzen sind besser als Hunde. Was machst du da? Warte. Zeig mal, was kann die noch so? Miau, miau. Miau, miau, miau. Was willst du, Mieschen? Ah! Was willst du? Nein! Du wirst zerstört! Aua! Oh mein Gott! Ah. Ja, ja, das passiert mit dir. Was ist das für ein abgespaceder Panzer? Alter, was ist das für ein... Der geht ja mega. Was ist das für ein Gerät, Alter? Mieschen! Hallo, Mieschen! Na, wie geht's? Hey, wenn du mit so einem Ding ankommst, kann ich erst recht... Rein. Alter, geil, das finde ich aber cool, so ein, so ein Flugzeug. Warte mal, warte mal. Vielleicht kann ich mich hier... Okay, flieg los. Wie geht das? Sag mal, dein Flugzeug, ist das von 1922 oder was ist los? Ich muss mal gefühlt selber anpullern oder so. Dann hole ich mir hier kurz, guck mal, das hier. Ja. Sag mal, das glaube ich jetzt nicht. Du siehst, die Lenkung funktioniert gut, aber... Ja, funktioniert ja super, das Ding. Mann! Das soll von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt eins von meinem Video aus. Einmal draufklicken. Checkt gerne nochmal Merch aus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.